13, Markus 15, das erste Mal traf, dachte sie nur, wow, ist der scharf. Und fragte gleich in ihrer Clique, ob ihn jemand kennt, von wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nennt. Then a day later in school, dann ein Tag später in der Schule, sah sie ihn, während sie quasi ihn observierte. Und ob das Open-Up werden würde, wird sich zeigen, als er die 9a betraf. Und wie der Zufall spielte, kannte Corinna Steffi aus derselben Klasse. Steffi kannte Stefan. Und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet. Na toll, doch wie kommen Corinna und Markus jetzt zusammen? Sie entscheidet sich für das Partyprogramm. Nach 2 Wochen Planung wurde langsam klar, Corinna macht eine Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi lädt sie ein. Der Höhepunkt des Abends, Markus bricht sein Bein. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht ihn aus. Corinna und ihr Vater bringen Markus ins Krankenhaus. Eine Viertelstunde Fahrt reichte zum Verlieben. Und sie stand nach 3 Tagen auf Markus Gips geschrieben. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? War pünktlich um 8 bei seiner Arbeit und war bereit für seinen Auftrag. Sein Chef rief ihn rein, sagte Sitz und Carsten saß. Höppels war fett, ein Halbglatz mit dem Auge aus Glas. Er behandelte Carsten sehr schlecht und verstand nie, was er wollte. Carsten hingegen machte immer, was er sollte. Der Chef erzählte ihm von der Kundin, von wegen der Emanze. Carsten war das Wurst, denn er sah sie als Chance. Nein in die Freiheit und weg vom Chef. Claudia hingegen war einsam. Sie sah gut aus, doch sie wusste es nicht. Ging kaum raus und sie sah nie das Licht. Sie brauchte einen Partner, der sie führt. Er musste nicht schön nur für sie da sein, sodass sie ihn spürt. Durch einen Freund kam sie zu Carstens Agentur. Er mochte sie gleich, als sie ihm durch die Haare fuhr und dachte, wow, was für eine Frau. Die 3 Punkte auf ihrem Arm kannte er genau. Er wedelte mit dem Schwanz, sie nahm ihn an die Leine und frug, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Der Aufstand nahm mir einen Schluck Pilz. Gestern Nacht bis 8 durchgemacht, viel gelacht, doch noch mehr gezecht. Was ist jetzt recht? Es geht ihm schlecht, denn er war wie ein Kung-Fu-Schaukampf ohne Körperkontakt und das schon über ein Jahr. Sein Geist ist billig, doch das Fleisch ist rar. Die Britta war auch nicht fitter, sie saß alleine auf ihrem Sofa und litter. Denn sie war einsam seit 3 Jahren und 5 Monaten und ihre Knochen loderten, weil sie sich nie regte. Und wenn, dann regte sie sich auf, war ihr Bier alle. Ach du Scheiße, Bier leer. Bier leer. Doch es ist keiner da, der es ihr bringt. Da muss sie wohl selber gehen zum Laden an der Ecke. Doch ist man so müde wie sie, ist das eine große Strecke. Für Britta jedoch ist nichts schlimmer als 1 Stunde ohne. Na, dann muss ich wohl los. Nur 2 Sekunden später denkt auch Peter. Und sie gehen. So müde wie sie sind, sehen auch beide aus. Sie haben mehr Ränder als Augen und man mag es kaum glauben. Während Peter nach dem Bier griff, griff auch Britta. Als sie sich berührten, durchfuhr sie ein Gewitter. Für ihn war sie das, wonach er sich sehnte. Und er fragte sie müde, als sie ihn angähnte. Willst du mit mir gehen? 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 Willst du mit mir gehen?